Es kann der Bravste nicht in Frieden leben bei solchen Konkurrenten im Biotop. Das macht dann auch diese Erkenntnis, diese Erfahrung von Lou Andreas Salomé, von Lou von Salomé aus, dieser Verlust der Gottgeborgenheit und plötzlich das Erkennen des Ichs im Spiegel, nämlich der Hölle der anderen, dieses Ausgeliefertsein, Ausgeworfensein, diese Obdachlosigkeit, dieser Schreck der Ungeborgenheit, als Teil zu werden von all dieser Umwelt, beliebig austauschbar, abhängig aller von allen anderen, vertilgend, einverleibend alle anderen und einverleibt von diesen, ein Ding, ein hilfloses, ein schutzloses, ein ausgeliefertes, ein ausgeworfenes, in ein Äußeres, in eine Abhängigkeit, die Körper in ihrer Wursthautpelle, aus der sie nicht heraus können, als Verlust des sie umgebenden schützenden Amnions, nun mit einer zweiten Blase, die sie umspült, einkerkert, immer in Bewegung bleiben müssen, immer sich erhalten müssen, in Konkurrenzierung mit allen anderen, mit allem anderen, das sich auch erhalten will, auch seine Integrität bewahren will, indem es gegen die Aggressionsscheibe des endgültigen Vernichtenswerdens anstrampelt. Talatta Talassa haben wir gestern dieses kleine Kind jubilieren können, hören. Es heißt nicht, das Milchmeer in Wiedererinnerung an jene ehemaligen fruchtigen Gewässer, in denen man geborgen schwamm und im Vollversorgungsmodus des Hotels der Unsterblichkeit gebadet wurde, die fruchtigen Wässer atmend. Es heißt bereits zum Außen, zum anderen hinter dem Spiegel, zum Du gekommen sein, ta, la, ta, ta, la, sa, das bist du, das ist nicht mehr la ma, die meine, die Mutter, das meine, das ausschließlich meinige, das ist das, ta, dada, tata, atta, ta, la, ta, that is that.